und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Nach meinem Urlaub geht es natürlich selbstverständlich weiter hier in ganz normalen Singleplayer Let's Play. Gestern kam ja schon Flatout und wenn alles geklappt hat, auch Happy Wheels wieder. Und ja, heute ganz gewohnt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag kommt ja immer das hier. Und ja, was machen wir denn heute? Ich habe mir jetzt auch mal für diese Aufnahme ein paar Themen rausgesucht, die, ja, da fangen wir gleich an. Aber jetzt erstmal, was machen wir heute hier im Game? Ich würde sagen, wir haben ja noch ein paar Pläne, wir haben ja jetzt hier das Haus gebaut, die letzten Folgen. Ist aber jetzt soweit eigentlich ganz fertig. Und ich möchte damit jetzt erstmal abschließen, auch wenn hier natürlich noch Inneneinrichtung fehlt und alles. Und die Decke ist auch noch ausnehmend hässlich, sage ich mal. Sollte ja so eine Art Kunstgalerie werden, wo so ein paar Banner ausgestellt werden oder so. Mal sehen, wie ich das dann umsetze. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das sehen wir dann aber später. Und jetzt werde ich dann erstmal anfangen und ein paar Themen ansprechen, während ich mich vorbereite auf unsere Höhlentour, die ja ansteht. Rüstung sollte gehen, die nehme ich nochmal. Und ich, Behutsamkeitsspitzhacke ist richtig, die Glücksspitzhacke ist auf jeden Fall noch falsch. So, dann mache ich mir jetzt mal, vorsichtshalber, soll ich mir noch eine Eisenspitzhacke machen eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Was ich mir auf jeden Fall mache, ist ein bisschen was zu essen mitnehmen. Hier, das sind normale Kartoffeln, aber keine Ofenkartoffeln, ne? Ja, das ist ein bisschen schlecht. Warte, hier war was. 11. Ah, ne, das ist zu wenig. Ich verstehe gar nicht, wo... hatten wir nicht viel mehr Rindfleisch? Ich verstehe das gar nicht, wo das alles hin ist. Dann muss ich jetzt... Ah, ne, komm, das brate ich... Ach, blöd. Das will ich jetzt hier nicht braten eigentlich. Das braten wir dann, glaube ich, mal in der Höhle. Wir haben ja noch eine Höhle in der Nähe hier. Gut, auf die ersten 8 warte ich jetzt mal. Oh, es wird eh gerade Nacht, da kann ich nochmal pennen gehen. Und da kann ich eigentlich gleich schon mal auf mein Thema eingehen. Ich muss nur halt wissen, in welche Höhle ich gehen will und so, ne? So, du bist mal weg hier, hast dort nichts zu melden. Und, ich guck dann mal hier 4 Kartoffeln, das sollte hinhauen. Ist gleich durch. Und ja, zwar wollte ich mal ein bisschen darüber reden, was ist denn jetzt los? Ich war ja im Urlaub und es kommt mir immer so vor, wenn ich dann im Urlaub bin und mal ein bisschen abspanne, so ein bisschen, bisschen Pause mache von YouTube, dann kommt es immer mal so vor, dann habe ich wirklich keinen Bock irgendwie noch weiterzumachen, weil es immer ein bisschen stressig ist, hier alles aufzunehmen und bla bla bla. Es ist immer relativ zeitintensiv und vor allem auch diese Timeline-Videos und alles und PvP und was weiß ich. Und auch für meinen Zweitkanal, Sig99, da immer noch der Stress, den Aufnahmetermin immer zu finden, das ist halt auch immer so sehr belastend. Und deswegen bin ich manchmal nicht so zufrieden hiermit. Und wenn ich dann gerade im Urlaub bin, ein bisschen davon eine Pause mache, dann kommt es immer mal so vor, dann habe ich irgendwie gar keinen Bock weiterzumachen. Da habe ich immer Bock, die Pause noch ein bisschen länger auszureizen. Und genau deswegen habe ich halt auch gesagt, 3 Wochen statt 2 Wochen, weil ich dann einfach ein bisschen noch Zeit habe vorher, um wieder ein bisschen vorzuproduzieren und so, wie man das kennt von mir. Und ja, so ist das dann. Wo habe ich denn eigentlich meine Endertruhe hingemacht? Ich hatte doch noch eine Endertruhe, wo ist denn die hin? Hä? Ich meine, ich könnte mir ganz schnell eine neue machen. Nee, Kohleblöcke sind das. Scheiße. Wo hatte ich meine Endertruhe hingepackt? Ich weiß es gar nicht mehr. Da wollte ich nämlich ein bisschen was reintun. Ich mache mir mal eine neue Endertruhe, oder? Ich glaube, das ist angemessen. Ah, nee, Lohnstaub, komm. Hier wieder rein. Enderauge und das Obsidian müssen wir erst farmen. So. Ja, auf jeden Fall mein Urlaub. Ja, deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt keinen Urlaub mehr so schnell. Es ist sowieso in nächster Zeit nicht so geplant. Jetzt ist ja auch Winter, da ist man vielleicht ein bisschen öfter drin. Und da
hat man dann auch ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen und mal sehen. Ich werde es in Zukunft wahrscheinlich eher so machen, dass ich wirklich wieder mehr auf Vorproduktion gehe. Hab's ja jetzt immer so gemacht, dass ich wirklich einmal pro Woche 4 Folgen aufgenommen habe hierfür. Und die dann rausgehauen habe und dann wieder 4 Folgen und wieder rausgehauen. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich brauche das mit der Vorproduktion. Es gibt ja Leute, die machen wirklich dann jeden Tag das Video für den Tag dann. So wie ungespielt oder so. Aber ich bin halt da nicht der Typ dafür. Und deswegen, naja, ich mache das halt lieber, viel lieber so, dass ich wirklich viel vorproduziere und so. Und gerade wenn ich dann im Urlaub bin und keine Videos mehr habe, da ist es dann natürlich immer schon so ein bisschen, ja, mache ich jetzt weiter. Ja, da muss man dann halt erstmal die Lust finden. Und vor allem auch, wenn man dann wieder raus ist und wieder reinkommen und bla bla bla. Auch themenmäßig natürlich. Ich habe mir extra gestern nochmal so ein paar Gedanken gemacht, was kann ich so ansprechen heute in der Aufnahme. Ich will euch ja auch nicht langweilen, sondern auch, naja, wenn es gut geht, durchgehend reden, ne? So gehört sich das halt. Und dann halt auch kein Bullshit. Ach so, hier war ich gerade. Ich habe gerade ein kleines Déjà-vu. Wo geht's denn da noch hin? Da will ich doch nochmal reingucken. Ich weiß, wir haben einen Minenschacht bei uns unten in der Mine. Ich weiß nicht, ob ich da gleich auch noch hingehen werde. Werden wir mal schauen. Und hier ist ein schwarzes Schaf drin, okay. So. Ja, und da habe ich mir dann halt gedacht, naja, machst du halt keinen Urlaub mehr. Da hast du auch das Problem nicht, dass du dann so rausgeschmissen wirst und keinen Bock mehr vielleicht hast. Und hat man auch immer mal Zeit, sich mal Gedanken zu machen. Und, ja, macht das überhaupt alles Sinn und so, ne? Aber ich denke mal, wir machen fröhlich weiter. Erstmal, und wenn es zu Ende sorry. Wenn es zu Ende geht, werdet ihr das noch schon früh genug erfahren. Da werde ich das nochmal ansprechen. Weil ich habe natürlich nicht vor, das Ganze hier ewig zu machen. Sondern irgendwann wird es halt vorbei sein. Und ja, aber wie das dann ablaufen wird, ich habe mir da sogar schon Gedanken gemacht. Ich werde das hier noch eine Weile weitermachen. Wie lange jetzt genau, verrate ich jetzt mal noch nicht. Das behalte ich für mich. Aber es wird halt nicht ewig gehen, das Let's Play. Oder beziehungsweise mein Kanal, so wie er jetzt ist, wird nicht ewig gehen. Da wird sich irgendwann später nochmal was ändern, aber das erfahrt ihr dann, nicht jetzt. Und hier liegt ein totes Hühnchen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Nö, weiß ich gerade wirklich nicht. Muss ich relativ zeitnah getötet haben. Warum sage ich relativ zeitnah? Was ist das für ein scheiß Wort? Also wirklich mal meine Ausdrucksweise hier immer. Viel zu seriös bin ich manchmal. So. Ich habe gerade wirklich Bock, hier Let's Play aufzunehmen wieder. Ich weiß nicht, macht mir irgendwie Spaß. Und vor allem, wenn es so chillig ist, wenn du nicht gleich für morgen das Video brauchst, sondern wirklich ein bisschen im Voraus aufnimmst, finde ich eigentlich viel geiler. Irgendwie. Natürlich hast du dann auch ein paar Nachteile. Du hast zum Beispiel, kannst nicht auf Kommentare eingehen und so. Hast nicht so die Interaktion mit Zuschauern. Aber die habe ich ja sowieso nicht, weil ich keine Kommentare kriege. Oder kaum welche. Ja, da könnt ihr auch mal ein bisschen was ablassen. Ich meine, dafür ist ja die Kommentarfunktion da, dass man da mal was reinschreibt. Oder reinschreiben kann, oder man muss ja nicht, aber man kann ja immer mal seinen Senf abgeben, mache ich auch immer. Wenn ich so andere YouTuber sehe und so, auch kleinere YouTuber, da mache ich das auch manchmal, dass ich da einfach mal einen Kommentar da lasse, was er vielleicht machen kann. Auch so Ingame-Tipps, nicht immer nur so, ja, cooles Video, Daumen hoch oder so, schau mal bei mir vorbei, sondern wirklich mal was Sinnvolles oder was mit mehr Inhalt. Ach so, hier müssen wir lang, okay, ich muss gerade überlegen. Ich kann ja nicht zwei Sachen gleichzeitig, da ist mein Gehirn ein bisschen zu, naja, hat zu wenig Windungen. So. So, hier gehen wir mal nicht lang, da waren wir schon. Alter, die 8 Fackeln flackern da auch gerade wieder rum. Den Bug müssten sie auch mal fixen. Ach so, was jetzt auch rausgekommen ist, ist die 181 mal wieder. Wie damals in der Beta. Die gute alte 181. Und jetzt ist halt die 181 Vollversion rausgekommen. Da bin ich auch mal gespannt,
Ich glaube, wenn ich hier weitergrabe, komme ich auch zu dem Minenschacht, oder? Ich hoffe es mal. Da haben sie ja auch ein paar Bugs gefixt jetzt wieder. Und ich glaube, die Bugs, die mir jetzt schon aufgefallen sind in den letzten Folgen, sind da auch mal ein bisschen gefixt worden, hoffentlich. So. Und ich finde es auch cool, dass sie jetzt immer noch Updates machen, obwohl jetzt Microsoft Mojang gekauft hat. Dass jetzt halt die Updates normal weiterhin kommen. Da hatten ja auch manche Leute Bedenken, dass es da jetzt nicht mehr weitergeht in der Richtung, aber ich denke mal, da werden sie ganz normal weitermachen. Weil was für Gründe sollten sie schon haben, da die Entwicklung aufzugeben? Es gibt noch so viele Sachen, die man machen kann hier. Was man ja auch an den ganzen Mods und so sieht. Da lassen sich ja die Leute auch viele neue Sachen einfallen hier. Und ja, deswegen denke ich mal, das wird so schnell nicht aufhören hier, die Entwicklung von Minecraft. So, ich hole mir jetzt gerade mal ganz schnell 8 Obsidian. Das geht ja relativ flott hier mit meiner Effizienzspitzhacke. So, und die Musik ist eigentlich gerade relativ chillig, oder? Finde ich zumindest. So. Ja, ja. Da habe ich gerade mal wieder nichts zum Reden. Ich guck dann erst später in mein Themenbuch. Also ich habe da mal so ein so eine Art YouTuber-Heft oder allgemein Alltagsheft, wo ich immer so ein paar Sachen einschreibe, was noch zu tun ist oder so. Ja, so ähnlich macht es auch der Mr. Boni. Der hat da auch so ein Heft, wo er immer alles Mögliche für YouTube und so einträgt. Finde ich eigentlich relativ cool, wenn man sowas hat. Ja, habe ich jetzt mir vor längerem schon mal zugelegt. Und da habe ich einfach mal eine Runde jetzt meine Themen aufgeschrieben. So. Aber ich fange jetzt noch nicht an. Ich möchte das immer so machen, dass dann immer in einer Folge ein Thema abgehakt ist oder so. Ich nehme heute wieder eine längere Aufnahmesession auf. Ja, und da werde ich dann halt die ganzen Themen ansprechen, ne? So machen wir das mal. So, und ich esse gerade mal was, sonst vergeht mir sehr schnell der Spaß hier beim Sprinten. So, ich glaube, wenn wir hier weitergehen, da kommen wir doch zur Mine, oder? Hier kann auch eine Fackel hin. Da kann eigentlich auch eine Fackel hin. Was ist hier drüben eigentlich noch? Ah, ich habe ja noch die Dinger. Da mache ich mal gleich 4. Ist immer am besten. Zack, zack. So, da haben wir nicht mehr viel. Ah, dann nehme ich ja mal ein bisschen Kohle mit. Ich habe gesehen, es wird wieder knapp im Inventar. So. Das Lapis nehme ich dann auch mit Behutsamkeit mit. Damit halt unser Inventar nicht so zugemüllt wird, auch wenn wir die Endertruhe haben. Wäre halt ein bisschen blöd dann, wenn das so zugemüht ist und so. So, leider finden wir hier noch nicht diese neuen Blöcke, Granit und so. Aber soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Da können wir dann mal extra eine Farming-Folge machen oder so. Das muss ja nicht hier, muss man ja nicht, wenn man auf Erdsuche ist, mitnehmen, weil dann auch das ganze Inventar zugeklumpt wird. Ist dann nicht so praktisch meistens. Deswegen mache ich wahrscheinlich Höhenerkundungen auch lieber hier. Dass man sowas nicht aus Versehen mal mitnimmt, ne? Ich meine, das springt einem ja manchmal direkt ins Inventar. Das will man gar nicht abbauen. Aber da explodiert einfach mal so ein Creeper. Und da, ja, da fallen dann die Blöcke halt sofort ins Inventory. Ist dann meistens nicht so praktisch, wenn man nur 3 Slots frei hat dann in der Höhle, wie man das kennt. So, ich weiß gar nicht, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier hinten ist zum Beispiel noch nicht ausgeleuchtet, da... Das machen wir mal flott. Da oben... Da fehlt auch noch was, da werde ich mich mal hinbauen. Huch, so. Hm... Was haben wir hier noch? Normale Höhle wieder. Ja. Hier ist nichts mehr. Hätte ja sein können. Sorry, dass ich geguckt habe.
So, Kohle haben wir jetzt schon über einen Stack. Komm, dann machen wir nochmal ein bisschen voll das Ganze hier. So, komm. Muss reichen jetzt. Okay, und hier... Tja, machen wir das mal so. Zack. Ah, hier ist schon wieder Gras. Tja, das müssen sie auch mal fixen, dass hier immer das Gras in der Höhle wächst. Das ist ja auch nicht so gewollt eigentlich. Es kann nicht so gewollt sein. So.